Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Outlast. Meine Freundin kichert schon neben mir. Ich wollte gerne mal das Spiel einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, wahrscheinlich wohl eher nicht, aber einfach mal zum Testen. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Sieht man ja, ob ich fortfahren. Aber ich würde einfach sagen, fangen wir mal als auch ein neues Spiel an. Aber auch Wahnsinn. Ja, genau hier oben. Normal. So. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Also lieben Kinder, guckt euch das nicht an, wenn ihr es nicht aushalten könnt. Wir wünschen dir viel Spaß. Schön für dich. Soll ich das ja auch noch vorlesen? Ich kann Upshur nicht aussprechen. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur. Einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben. Ach nee. Und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, zu verstecken oder zu sterben. Kann man lieber sterben. Wie ist mit Variante 4? Gar nicht erst reingehen? Nein, hast du gesehen, der ist ja nicht so ein Typ, der macht das. Das ist ein verrückter Typ. Verrückter. Widersprecher der Landwirtschaftsministerium mitteilte. Ich kann das nicht schon mitlesen, vergiss es einfach. Lies selber. Spricht der nicht sogar auch? Aber auf Englisch. Ja, und das dröhnt weiter. Ein schöner Gegend hier. Das sieht halt alles so ruhig und happy aus. Aber auch im Gerücht. Ich frage mich immer noch, warum fährt man nachts Massive zu einer Anstalt? Nachts? Warum nachts? Keine Ahnung, genau wie die Typen, die nachts meinen Zettel holen zu müssen. Alles komische Leute. Warum wohl sowas sammeln mit dem Wohnzettel? Das ist immer noch die Frage. Wieso hat man keine Konnexion? Ja. Schorle. Da wären wir auch. In unserem schönen, schicken Hotel heute. Schöne Akte. Boah, soll ich das alles jetzt vorlesen? Das ist nicht schwer. Ja klar, das aber... Das obere musste ich eigentlich... Aber mein Gott, der 17. September. Na okay. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Und soll ich... ich nehme eine andere Stimme. Ich war 2 Wochen lang als Software-Berater für die Einrichtung vom Murkoff. Murkoff, Entschuldigung. Nein. Ja, dem Murkoff. Psychiatrik. Ich gehe im Mount Massive tätig, breche gerade alle möglichen Geheimverwaltungsvereinbarungen. Gott, ich kann nicht lesen mit der Stimme, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktorenphase, etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie in Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und... Murkoff. 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 Nein, ich sag Murkoff. Murkoff. Geld. Das muss aufgedeckt werden. Schließen. Das ist der Kerl, in dem es auch ein bisschen blauer dann geht. Guck mal, es wird gar nicht kommen. Da haben wir unsere schicke Sony-Kamera. Schon irgendwie Sony drauf? Keine Ahnung, aber ich... Mach dich bitte aber erst mit den Sachen vertraut, wie du die Sachen noch ankriegst. Ja, ja. Ich laufe gleich hier rum. Willkommen im Hotel Transylvania. Nein, der Schatz. Nein. Deine Ziele werden dein Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du dein Notizbuch N gesammelte Dokumente Y. N nichts. Das ist so in dem Verband. So. Kamera? Ich gehe wieder raus. So.
So, Kamera ranzoomen. Muss man die immer aufhaben, oder? Also die verliert keinen Sprit. Die verliert keinen Sprit, okay. Die verliert keine Batterie, wenn die so ist. Nur wenn du den Nachtmodus anhast, dann verliert die Batterie. Also wie geht der Nachtmodus? Weiß ich nicht. Guck mal, drück mal eine Maus irgendwie. Ja, dann nehme ich die ja weg. Irgendwie Nachtmodus? Nein, das ist nicht klar. Aber eigentlich sagt er das, ab wann du den Nachtmodus anmachen kannst. Erklärt er das nochmal. Ist doch wunderschön. Oder nicht? Guckt euch doch mal wieder hinten hin. Nicht dahin. Müsst ihr eigentlich mal drin sitzen, ne? Nein. Oh, guck mal, der Moody spielt Black Desert. Kann man da drinnen vielleicht irgendwas finden? Kann man da reingehen? Was suchen? Kann man sich irgendwie. Oh, guck mal, ich kann mich da bücken. Weiß nichts. Windows PC. Ja. Medium. Medion. Medium Bildschirme von Levi. So, ja. Drücke linke Maustaste, um eine Türschnitte zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und ich kann es nicht mehr lesen. Das machst du so langsam auf. Und so schmeißt du auch, wenn du so gedrückt hältst, dann machst du so ganz langsam auf. Drücke rechte Maustaste, um eine Kamera. Ja, hab ich ja gesehen. Irgendwas hat jemand angelaufen, hat sich das gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Gut. Ist mir auch egal. Das kannst du endlos in den Notiz gekriegt. Nervenherrschaft, Mord, Messe. Wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Ja, ich auch. Ich würde auch gerne. Hast du das gerade geschrieben? Whirlpool sitzen lieber. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff. Murkoff, immer noch. Ich weiß, dass der Murkoff heißt, aber Murkoff hört sich geil an. Aber der Nachname? Psychiatric Systems. Ja, Psychiatric Systems. Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Echt? Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, weil niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Brechen wir ihnen das Genick! Guck mal, so können wir auch rennen. Hat man irgendwie keinen Sport genossen, keine Kondition mehr oder? Ja, ich hab's ja gesehen, um zu rennen. Nee, ich glaube, du kannst dauer rennen. Bin mir gerade weit mehr sicher. Du musst aber nach links. Musst auch links? Nicht dahin? Oh, ein Wolf! Au! Sieht auch sowas von nett aus. Also guckt euch das mal auch an, die sieht wirklich schick aus. Die möchte man auch direkt einziehen. Sieht aus wie ein Krankenhaus, das heißt. Ich mag kein Krankenhäuser. Kann man es einfach hier so. Ja. Ne? Nee. Soll ich hier vielleicht irgendwas machen? Was soll das denn für Geräusche da drin? Party. It's Party Time! Hat sich irgendwie so ein Geballer angehört. Oh, da ist ja ein Loch! Ha. Und da ist ein wunderschöner Brunnen. Von außen sieht er ganz nett aus. Guck mal, die renovieren sogar. Was ein Zufall. Was ein wunderschöner Brunnen. So. Soll ich hier hochklettern irgendwie? Mhm. Keine Ahnung, wo man anfängt. Oh, ich glaube von da hinten können wir gleich hier. Wo ist am niedrigsten? Ist? Irgendwie was noch gesagt. Da ist eine rote Leiter. Nehmen wir die doch einfach mal. Kann man da jetzt reinstarren? Nein. Ausmachen. Vielleicht hast du werden fortspringen und fortspringen. Yay! Wie du mitnimmst.
Drücke die Taste, um nach oben zu springen. Assassine! Sie hier, genau. So, in ein Gebäude reinschleichen ist auch die beste Idee um diese Uhrzeit. So, man macht sich da eigentlich schon strafbar mit. Oh! Drücke F, wenn die Kamera mal. Wunderschön! Ja, wunderschön halt, ne? Wo kommen die ersten Jumpscares? Sag ich dir doch nicht. Hm. Ich würde gerade das Licht anlassen. Du wirst anlassen? Ja, ja, anfangs schon. Aber da ist alles so dunkel. Eieieiei. Du weißt schon, wenn irgendwelche Jumpscares kommen. Du scheißt mir ins Ohr, ich weiß. Ja. Wunderschön, kann man die Sicht draußen haben. Ich würde nur nicht mit der so langen Dröhnen, wie gesagt, du hast nur zwei Batterien. Da ich ja nicht weiß, wo ich hin muss, weil ich solche Spiele in die Spiele vielleicht auch ein bisschen rumdrehen. Ich möchte wieder auf eine Tür gehen. Was? Ja, ist noch eine Tür. Ja. Hingehen, öffnen. Der Fan hat mich gerade angeschrien. Ja. Das tun Fan gerade mit F, kannst du auch das wieder ausmachen. Ich kann generell ausmachen, ist auch hell genug. Ja, aber da vorne, egal. Hallo? Egal, auch einfach. Will ich in Richtung der engen Stellen, um dich zu zwängen. Hm. Oh Gott, ich fühle mich immer noch so unwohl dabei. Ich glaube, das ist eine Batterie. Wo? Oh. Wie kann man jetzt aufhören, drücke linke Maustaste, um die einzusammeln? Du musst noch nicht neu laden. Mit R kannst du neu laden dann. Blut, nett. Ja, hat man deine Periode gehabt, ne? Du siehst die Gegenstände aber echt recht gut, bei dem erblinken die blöd. Wie du aufheben kannst. Ich glaube, da hat irgendwie. Oh, ja, ja, ja. Fallnummer 174. Billy. Hm? Billy. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahrer dort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Keine Ahnung! Quatsch, brauchen wir einfach gar nicht. Wieso muss man überhaupt alles vorlesen? Also die ganzen Dokumente, was bringen die überhaupt? Das ist so ein bisschen was über diese Anstalt. Mir soll egal was von dieser. Oh Gott, wir haben wegen den Daten erschrocken! Alles gut. Nee, ich will gerne mal wissen, wie lange wir schon aufnehmen. Alles gut. Nee. Nicht in Ordnung. Ich kann nur 20 Minuten Parts machen. Ja. Deswegen nicht trödeln, einfach laufen. Ich sag dir, das ist am Anfang passiert noch gar nicht, dass er eine Flug. Okay, jetzt hat er meine Tür zu machen. Du Arsch, mit auf, Klo! Hat jemand einen Drang gehabt, rauszugehen, ne? Oh, Cola. Was ist denn das? Augen? Darm? Nein, guck doch doch mal das Ding hier an hier. Das ist kein Frühstück fahren. Pokémon oder was? Raupi! Das ist ein Raupi! Bitte. Ach nee, das war wegen der Tür. Hm? Das ist wegen der Tür nur. Du musst trotzdem da hoch.
Wo? Achso, ich muss jetzt hoch? Ja. Noch ein Digga, siehst du es nicht. Ich spiele solche Spiele, wo fucking selten. Oh, guck mal. Die Spinnchen sind sogar hier. Freund. Oh, das war der Willi. Und gibt es jetzt hier hinten auch einen Namen? Ja, das war der Willi. Kann man hier unten auch noch was irgendwas sehen? Der Willi. Der Willi hat es gemacht. Darunter? Mhm. Hier springt runter. Die geht nicht auf. Da rechts musst du rein, aber ich würde das Ding machen, weil es gleich dunkel wird. Mach gleich an. Oh Gott, ey! Ich das muss sehen, weil ich das nicht da mache. Das war Stopp, ich hab auch nicht laut geschrien! Blödes Arschding! Na klar, zuck ich da zusammen! Die Musik kann ich auch gerne mal leiser werden. Nein, wenn der eine Runde abhängen vielleicht? Ja. Denkst du auch schon, dass es länger? Ich hab keinen Kopf mehr. Ja, Kacke, ne? Ich bin Hunger gehabt. Ich muss mal sagen, sieht sehr, sehr nett und freundlich aus. Oh, und du? Warum mal, mit dir kommt mir auch gleich jemand entgegen, oder was? They killed us. They got out. Ja? The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security control. Yeah. You have to get the fuck out of this terrible place. Wer ist jetzt reingegangen? Aber gut. Raus wieder. Aber nicht rückwärts. Da muss raus. Kann sagen. Hm? Licht aus. Sieht Licht aus. Das ist zu dunkel. Ist aber ein Typ. Wo ist der Typ da auch? Also ein Reingang im Raum ist auch da. Alter, kannst du das mal bitte aufhören zu bibbern? Du machst mich gerade echt fertig, Typ. Ich glaube, du musst da durch. Irgendwo musst du dich durchquetschen. Irgendwo muss ich mich durchquetschen. Da, muss ich durchquetschen. So sieht es sogar besser. Ich hab doch gesagt, mach die Kamera auf. Oh, hallo! Und ciao! Damit bin ich jetzt nicht erschrocken. Ja, das ist. Oh, sieht nicht gut aus, ne? Oh. Das ist Pedopriester. And who are you then? Der Pedopriester. Nennen jetzt mal Manni. Manni, der Pedopriester. I see. Oh. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Oh, auserwählt. Müsste er nicht eigentlich voll die gebrochene Knochen haben? Der wird nur öfters durch die Gegend schleudert, der hat nichts. So. Um es einfach schnell zu machen, du musst da lang. Da rechts lang, da ist irgendwie auf der Tür am Spiel. Jetzt sehe ich überhaupt ja nichts. Da. Da. Genau. Oh, hängen wir auch hier eine Runde ab und liegen ein bisschen rum. Faule Fleisch. Kommt mir hier noch mal irgendwas entgegen? Nein, dachte nein. Pass auf, geht mal wieder aus. Nein, ich sehe immer noch nichts. Oh Mann. Ach, da hinten kannst du dann sehen. Der macht dir nichts, keine Angst. Der macht dir wirklich nichts. Nicht? Nein. Nein. Der macht dir wirklich nichts. Hallo. Okay, guck dich mal an, wie traurig der ist. Ja. Hau nichts. Muss ich jetzt überhaupt glauben, geh einfach ja, durch, oder? Ja, ja.
Ja, ne, also RTL bietet mehr an. Das ist gleiches Niveau. Die Musik geht mir gerade dermaßen auf die Nerven. Kann ich jetzt hier machen? Ja, also die Musik geht mir gerade so auf die Nerven. Ich will nichts singen. So aus in etwa. Okay. Bock, da hinten, ne? Alles gut. Batterie ist wieder fast leer. Joa. Sieht wunderschön hier aus. Du musst zu dem Mann hin. Ganz was für dich. So, dann bin ich wieder entgegenspringend. Komm, mach einfach dein Ding. Nein, oh. Er ist tot, der kann dir nicht mehr entgegenspringen. Und jetzt da, wo du hingegangen bist, also wieder an den Leuten vorbei und so. Reicht die Zeit nicht schon? Geh einfach zur Tür nur hin. Einfach nochmal zurück, ne? Gut. Ja. Tüdelü, alter Mann. Tüdelü, dann nimmst du wieder vorbei. Ja, aber Nara, tüdelü. Du kannst hier nicht die wunderschönen Menschen machen. Und das, Kinder, passiert, wenn ihr zu lange Fernsehen guckt. Oder Outlast spielt. Dann endet ihr wie die Abenddecke da hinten. Ja, so in einem Dreh. Ich hab nicht geschrien. Und ich sagte aber auch tüdelü, alter Mann, du Kackbratze. Du musst dich eigentlich wehren, aber gut. Ich weiß nicht, wie man sich wehrt. Hat dann gestanden, aber gut, jetzt wieder drauf. Der hat's ja eh getrunken. Ich kannst du jetzt, wie gesagt, dann, wenn du jetzt am Boden liegen sollst du! Quit. Du musst jetzt gleich die Chipkarte einsetzen, dann kommt mit Fetti, aber dann kannst du dich noch verstecken und dann kannst du eigentlich aufhören. Nee, am besten machen wir jetzt schon hier Schluss. Ich habe auf jeden Fall das Spiel mal schon mal angeguckt. Verdammt viele Jumpscares hier wieder drin. Ja, Outlast halt, ne? Oder schönes Hotelbütchen, also wenn ihr hier auch mal rein wollt. Ist ja noch Zimmer frei. War auf jeden Fall, nein, dann gehe ich jetzt bestimmt nicht mehr ein. Angezockt halt. Keine Ahnung, ob ich das Projekt überhaupt weitermache. War auf jeden Fall mal schön hier reinzuschauen. Auf jeden Fall freuen für einen Daumen hoch und bis zum nächsten. Was machst du, Hölle? Machst du da? Lass gucken. Da hast du sogar Notizen, die du nicht gesehen hast. Aber gut. Notizen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und ciao!